Ja, wir haben im Rahmen des europäischen 10-Jahres-Netzplans, den wir im Juni veröffentlicht haben, eine Zahl abschätzen können, ziemlich grob. Ausbau, Investitionen, Übertragungsnetze Europa, circa 100 Milliarden Euro über die 10 Jahre. Das ist ohne die Ersatzinvestitionen, die zusätzlich nötig sind, sondern reiner Ausbau für Marktintegration, Integration erneuerbarer Energien und auch Versorgungszuverlässigkeit. Ja, das ist eine schwierige Frage, die in der politischen Diskussion über das Energieinfrastrukturpaket jetzt sicher noch diskutiert werden muss. Grundsätzlich sagt Kommission und sagen auch wir, der Löwenanteil der Investitionen soll weiter so finanziert werden wie bisher. Das heißt, durch die ganz normalen Netzentgelte, die jeder Haushaltskunde, jeder Industriekunde sowieso zahlt als Teil des Strompreises. Und diese Netzentgelte sind ja strikt reguliert durch die Aufsichtsbehörden, die Bundesnetzagentur in Deutschland zum Beispiel. Und diese zusätzlichen Investitionen sind zwar eine ganze Menge Geld, sind aber im Rahmen der normalen Investitionstätigkeit auf genau die gleiche Art regulierbar.